Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute von mir ein kurzes Video zu der Frage, wie lange muss ich eigentlich mein Pilzsubstrat sterilisieren, um sicherzugehen, dass es auch wirklich steril ist. Eigentlich kommt es beim Sterilisieren bzw. beim Autoklavieren von Pilzsubstrat gar nicht unbedingt auf die Dauer an. Es kommt darauf an, dass das Substrat bis in die Mitte auf 121 Grad komplett durcherhitzt ist. Und umso mehr Substrat ihr in den Dampfkochtopf packt, umso länger dauert der Vorgang. Wenn ihr jetzt euren Dampfkochtopf komplett vollpackt mit solchen Substratbeuteln, dann braucht ihr wahrscheinlich 2 Stunden, um es zu sterilisieren. Wenn ihr nur so ein kleines Pilzzuchtglas habt, reicht wahrscheinlich auch 1 Stunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr über das Pilzezüchten erfahren wollt, schaut einfach auf meiner Webseite fungino.de vorbei oder abonniert meinen Kanal, am besten natürlich beides. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.